Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir ein super luftiges Milchbrot. Das sogenannte Tang Song Milchbrot, ein sehr luftiges, leckeres Milchbrot, sehr bekannt im asiatischen Raum. Ich habe mir auch schon sagen lassen, es wird Tenso ausgesprochen, aber ich bin kein Fachkenner der asiatischen Sprache. Ist eigentlich nichts anderes als ein Kochstück, das hier bei diesem Milchbrot hergestellt wird. Ich glaube, das hat auch mit der Übersetzung zu tun. Es heißt auch so etwas wie kochendes Wasser und Teig, also quasi eigentlich ein Kochstück. Ich habe hier 150 Gramm kaltes Wasser, gebe ich mir in eine Pfanne rein, dann 30 Gramm Weißmehl dazu und das Ganze koche ich mir unter ständigem Rühren einmal auf. Das ist das gleiche wie eigentlich beim Brühstück, nur dass tendenziell hier mehr Wasser gebunden wird, da ich es direkt so einkoche. Das merkt man auch, das Ganze wird schön dick mit der Zeit. Kräftig rühren, nicht dass das anbrennt. Und wenn du merkst, es ist schön fest und es wird nicht mehr fester, dann ist das Ganze gut, dann ist alle Stärke verquollen, vorverkleistert. Das sieht dann so aus. Gebe ich mir gleich in eine Schüssel rein zum Auskühlen. Erste Vorbereitung, und wenn ich gleich so am Werkeln bin, mache ich mir noch eine zweite, und zwar eine Übernachtautolyse. Hat den Vorteil, dass ich viel mehr Flüssigkeit dem Teig beigeben kann. Bleibt länger frisch, ist viel luftiger. Ich habe hier 250 Gramm Milch und 430 Gramm Weißmehl. Das mische ich mir eine Minute, bis ein Teig entstanden ist. Sobald das leicht gemischt ist, ist es auch schon fertig. Das ist ein sehr fester Teig. Das kommt jetzt beides in den Kühlschrank. Falls du Platz hast, kannst du auch die ganze Rührschüssel reinstellen oder separat einschlagen. Autolyseteig und unser Tang-Yong zudecken und im Kühlschrank parkieren. Das mache ich persönlich immer gerne am Vorabend und lasse es über Nacht im Kühlschrank. So, unser Kochstück war jetzt über Nacht im Kühlschrank, das ist ausgekühlt und die Übernacht-Autolyse hat den Gluten schön gebildet. Mehl ist schön gequollen, gebe ich mir in die Küchenmaschine mit dem Kochstück. Ein Eigelb dazu, 35 Gramm Butter, die hat Zimmertemperatur. 35 Gramm Zucker, in meinem Fall wieder Hello Sweetie. 10 Gramm Frischhefe und 10 Gramm Weizengrundsauer. Das ist meine Levito Madre namens Bruno. Dann darf das Salz nicht fehlen, 10 Gramm davon. Noch zwei Dinge. Falls du keinen Sauerteig hast, einfach weglassen, dafür 15 Gramm Hefe nehmen. Und wenn du lieber eine Autolyse direkt machst und nicht über Nacht, ich mache das immer, um Zeit zu sparen, nicht, dass ich hier noch 30 Minuten warten muss, kannst du jetzt auch zuerst Milch und Mehl mischen und 30 Minuten warten, dann alle weiteren Zutaten dazugeben, wie wir es jetzt gemacht haben. Auf kleiner Stufe beginnt zu kneten und etwa nach 4-5 Minuten das Tempo erhöhen. Etwas Mehl reinkippen, so nach guten 15 bis 18 Minuten Knetzeit ist ein wunderbarer Teig entstanden. Am Anfang ist es normal, dass der Teig so ein bisschen auseinanderfällt, da wir wieder so viel Feuchtigkeit reingeben. Aber mit der Autolyse, das ist wirklich ein cooler Tipp, vor allem mit der Übernacht-Autolyse, bringe ich hier im Gegensatz zu anderen Rezepten fast 50 Gramm mehr Milch rein, viel mehr Flüssigkeit, der Teig bleibt auch schön stabil. Zudem hat das natürlich Auswirkungen auf den Geschmack und die Frischhaltung. Dann einfach intensiv auskneten,
Tempo erhöhen. Bei der Kenwood ist es etwa Stufe 3 und noch für 10 Minuten kneten und guck dir mal diesen wunderschönen Teig an. In ein Teigbecken legen, das ich mir ausgefettet habe, und gut eine Stunde aufgehen lassen. Nach gut einer Stunde ist der Teig bereit. Wenn der Teig bei dir sehr kalt ist, dann kann es auch sein, dass du 90 Minuten warten musst. Wenn der Teig kalt ist, dann geht er auch weniger schnell auf. Der hat sich jetzt wunderbar entwickelt. Portioniere ich mir jetzt Stücke zu je 230 Gramm. Dann forme ich mir hier aus dem Teig Kugeln. Hast du sicher auch schon gesehen, wie ich das mache, so durchs Mehl schleifen. Das darf man ruhig ein bisschen hören. Dann Mehl weg, zu einer Kugel formen, hinten ins Mehl legen. Je nachdem, kurz entspannen lassen. Ich mache es jetzt direkt. Wenn du merkst, der Teig ist sehr zäh, dann wartest du einfach noch 10-15 Minuten mit diesem Schritt hier. Flach drücken, in die Mitte reinlegen, reinlegen und jetzt flach ausrollen. Genügend Mehl nehmen. Jetzt beginne ich hier aufzurollen. Schauen, dass ich da kein Mehl einrolle. Voilà. Und lege das Teigstück dann in die Backform. Hier habe ich eine Toastbrotform, 10 auf 10 cm. Da musst du halt die Größen nach deinen Formen anpassen. Das Zusammenlegen hier ist auch ein wichtiger Schritt. Das gibt dann die Krumenstruktur, die typische, die wir haben wollen. Durch das erneute Zusammenlegen. Die Form rein, schön verteilen. Zudecken und je nachdem, wie kalt dein Teig ist, zwischen 30 Minuten und einer Stunde noch einmal aufgehen lassen. Milchbrot ist ready für den Ofen, schön aufgegangen. Den Ofen habe ich mir auf 190 Grad vorgeheizt. Hier habe ich ja noch ein Eiweiß, weil das Eigelb ist in den Teig gewandert. 20 Gramm Milch habe ich hier, mische ich mir durch. Das gibt unsere Streiche, mit der der Teig noch eingestrichen wird vor dem Backen. Und den Teig vorsichtig damit anstreichen. Hier lasse ich den Deckel offen. Du kannst natürlich auch eine andere Backform nehmen. Das ist für Toastbrotformen, aber wenn ich den jetzt zumachen würde, dann würde es mir die Form fast verjagen, denn der Teig will hier oben raus. Ab in den Ofen damit. Aufs Gitter schieben. Wasser auf die Lavasteine gießen. Ofen zumachen und für 20 bis 30 Minuten backen. Das Tangyong, Tangshong, wie auch immer, ist Explosion im Ofen, richtig krass hochgekommen. Das forme ich mir jetzt aus. Das gebe ich mir jetzt noch einmal zurück in den Ofen. Du siehst es, es ist noch recht hell. Noch einmal für 10 Minuten nachbacken. Wenn du nicht sicher bist, wenn du es zu früh rausnimmst, dann fällt es zusammen. Sonst lässt du es halt 30 Minuten, 40 Minuten im Ofen. Lieber ein bisschen zu lange
als zu wenig lang. Das backe ich mir jetzt noch 10 Minuten nach und da freue ich mich schon so auseinanderzubrechen und zu schauen, wie luftig das Ding ist. Weitere 10 Minuten kommt unser Milchbrot-Finale zum Ofen raus und da bin ich schon richtig gespannt, wie das innen aussieht. So, es wird Zeit. Und guck dir das mal an, wie schön luftig und wattig das innen aussieht. Ein richtiger Traum. Extrem luftig. Leckere Note, aromatisch, leichte Süße hinten raus. Wenn dir das zu dominant ist, einfach den Zuckeranteil reduzieren. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonniere den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.